So, und da sind wir wieder zum Teil Nummer 2. Snorri, so tief wollte ich jetzt nicht ins Gebüsch. Ich habe ein Eichhörnchen gesehen. Okay. Ich glaube, wir fliegen gerade nur zurück, weil wir was vergessen hatten. Ehrlich? Ja, da ist eine Waffenkiste, die wir nicht benutzt haben. Ich hab ein A, ne? Steht bei mir. Ja, das müsste jetzt noch unter einem Kilometer sein, ne? Ja, okay. Dann haben wir das Gleiche. So. Aha, so geht's zumindest ein bisschen schneller. Ja, mal gucken, ob das noch hin. So, mal gucken, ob die alle wieder da sind. Wie macht man die Landung? Gibt es dafür was Bestimmtes oder einfach nur runter? Runter, also. Ja. Einfach nur runter, okay. Sieht so aus, als wären sie nicht da, aber ich gehe mal ein bisschen nach vorne, weil ich da orange Punkte sehe. Ich will nicht schon wieder in den Kampf kommen. Ach, guck mal, da ist noch ein Heli. Wollen wir beide Heli fliegen? Aber erstmal landen bitte, ja? Ja, Moment. Moment. Wie mache ich den aus? Einfach nur aussteigen, ne? Ja. Nun! Hübsch geparkt. Okay. Wie brutal mag Juris und Politos jetzt komme ich hier nicht durch. Wo ist sie denn, die Waffenkiste? Warte mal. Ich meine, wir reden hier von bleibenden Schäden und Toten. Ist das die? Kommt gerade eine kleine Session zu spielen, warte mal. Ja, mal wieder. Die wissen, wie sie ihre Opfer wach halten. Weißt du, früher brauchten echte Folterer keinen Stoff, um die Opfer wach zu halten. Also sind's Amateure. Offensichtlich, wenn du siehst, wie wenige ein Verhör überleben. Ein echter Folterer, ein Profi, behält die Kontrolle. Der weiß, was nötig ist. Jury und Polito sind nachlässig. Sie lassen sich hinreißen. Sie machen es aus Spaß, nicht für den Beruf oder wegen der Kunst. Ja, die sind brutal. Aber nicht, weil sie es wollen. Die sind brutal, weil sie inkompetent sind. Hinter diesem Grinsen hast du noch eine dunkle Seite, oder? So, also hier steht Nachschub markieren. Okay. Mache ich das mal? So, hat er das jetzt gemacht? Können wir uns wohlwollend von wie macht man hier, wie kann man eine Fertigkeit auswählen? I? Dann gehst du einfach auf Fertigkeiten. Ja, so weit war ich schon. So, und dann kannst du... Ach, hier bei der Drohne ist eins verfügbar. Nach. Wo siehst du das? Na, du hast links Waffe, Drohne, Objekt und dann muss drunter stehen, was verfügbar ist. Wo sieht man denn, dass es verfügbar ist? Da steht das nicht unten drunter. Ach, ich habe aber überall 0 bei den ganzen Sachen. Warum habe ich überall 0? Ich kann wie viele Fertigkeitspunkte hast du zum Ausgeben? Ja, das ist es. Ich habe überall 0. Auch bei dem blauen? Auch nee, bei dem blauen habe ich 2. Ja, da habe ich auch 2, ist richtig? Dann gehst du einfach mal auf die Drohne. Moment. Du meinst aber in den Fertigkeiten Drohne. Genau, ja, ist richtig. Ja. So, und das Nachtsicht kannst du auswählen. Das kannst du erforschen. Nein, Nachtsicht kann ich nicht machen, weil mir da 50 irgendwas fehlt. Okay. Und warum konnte ich das machen? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich nehme einfach an, dass es daran liegt, dass du der Anführer hier bist und der ganze Scheiß für mich nicht zählt. Das ist doch Schwachsinn. Also, ich habe jetzt hier... Typisch Ubisoft. Das ist eine Taktikkarte, habe ich jetzt, ne, vor mir. Kannst du ja auch mal aufmachen. Vielleicht, weil du hier Nachschubmarkieren gemacht hast und ich nicht. So. Geh mal auf die Taktikkarte. Siehst du, jeder muss das doppelt und dreifach machen. Jetzt geht es. Jetzt kann ich Nachtsicht machen. Okay. Hier, es geht, du sammelst diese Punkte nicht, sondern du musst die Sachen hier einsammeln, beziehungsweise diese Sachen machen. Du hast da vorne hier diese Nachschub Gedönsdings hier machen müssen. Und dafür hast du 50 Punkte gekriegt. Guck mir doch mal, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Nein. Ich habe ja ganz ehrlich gesagt, geh mal auf die Taktikkarte. Wo ist denn hier eine Taktikkarte? Gehst du auf I?
Und da ist die Lobby-Taktikkarte. Ja. Ja, also M, okay. Ja. So, was wollen wir denn machen? Hier kommt übrigens ein Story-Einsatz uns entgegen. Steht ziemlich gleich da und Pak Kataria benötigt unsere Hilfe. Siehst du das? Okay, Moment, aber wir haben halt. Ich möchte, bevor wir irgendwas machen, erstmal zur Zubehörkiste. Aber das Auto fährt gleich bei uns vorbei. So, erstmal die Waffenkiste. Achso, du gerade. Verstehst du mich oder. Ja, aber ich wollte leise. Ich wollte erstmal das Zubehör hier nehmen, weil ansonsten sind wir für das weggekommen. Okay, ja, ich sehe das. Aber die kriegen wir so nicht, guck mal. Wir könnten mit dem Heli hinterher fliegen, aber. Geschafft, sollen wir den Truck nach Vorräten absuchen? Hier ist alles. Hier ist deine Waffenkiste. Was haben wir denn hier? Geil. Das kann ich gut gebrauchen. Du hörst mir anscheinend auch nicht zu. Das ist die ganze Zeit die Kiste, von der ich gesprochen habe. Nee, auch nicht. Okay. So. Okay, so, was machen wir jetzt? Jede Menge unbekannte Orte. Einsätze 0 von 6. Okay. Also wir hätten jetzt hier, wenn wir auf der Karte sind, das rechte Fragezeichen, was gleich in der Nähe ist. Ja, ist der unbekannte Ort. Genau. Dahin können wir als erstes gehen, ist ja nicht weit weg. Okay. Das sind 347 Meter. Laufen oder? Das können wir laufen. Platsch. Da sind welche. Bleib am besten mal unten. Wir können jetzt mal die Drohne benutzen. Moment. Nachtsichtmodus. Na, warum machst du den nicht? Verhören Sie, um Informationen zu erlangen. Was ist das? Was denn jetzt? Einsatz fehlgeschlagen, Ziel entkommen. Was? Hä? Hä? Was für ein Einsatz? Wir hatten keinen Einsatz. Hä? Raff ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Was? Hä? Wir hatten keinen Einsatz. Ja, oder wir haben es nicht mitbekommen. Ich weiß es nicht. Ich sehe die Videos ja nicht. Kann sein, dass die dir im Video irgendwas gesagt haben. Meter. So, dann schauen wir mal auf der Karte. Müssen wir irgendwas tun? So, was wollen wir denn machen? Wir haben hier einen Vielleicht Park. Sollen wir tatsächlich den Story-Einsatz machen, oder? Bin ich für. Wir machen am besten einfach den Story-Einsatz. Moment. Mal Amaros Rettung. Wiederholung oder ablehnen? Ich mach mal G. Geht doch weiter damit. Geht doch weiter damit. Wow, wo bist hier. Ja, was machst du? Finden Sie den Sander Planka Leutnant Mephisto und Hobelkohl. Ja, ja. Jetzt haben wir alle beide die Missionen ein, ne? Oder? Ja. Genau. Dann fahren wir jetzt. So. Okay, wo geht's denn jetzt hier lang? Warte mal. Ich hab's schon markiert, du musst mir einfach nur nachfahren. Ich warte mal auf dich. Das Kartell hat einen Rebellenführer namens Amaru geschnappt. Verhören Sie einen Wie gesagt, ich hab die Route schon drin. Standort und dann befreien Sie ihn. Oh, kannst du schon mal Das ging ja schnell. Das ging ja schnell, was passiert. Ich hab das Auto übersehen. Ich bin gegen das Auto gefahren. Moment, ich bin gleich da. Das scheiß Auto war im Weg. Und deswegen immer einen Helm tragen. Genau. Oder wie ich einen Hut. Okay. Oh, ist noch gut. Zack. Gleich mal auf der Brust fassen. Da.
Ja, man muss ja jede Möglichkeit nutzen, ne? Ja. So, kannst du mir einfach hinterherfahren, wie gesagt. Stimmt, ich hab's auf der Uhr drin. Ach, du hast es schon? Okay. Haben wir hier Licht? Dann hopp. Ah ja. Licht ist übrigens G. Na, das ist gut. Oh, cool. Juhu! Wow. Miep, miep. Verzeihung. Und jetzt ein Wheelie. Geht das? Nee. Ich weiß es nicht. Ah. Ah, Snorri fährt ab. Kurvenlage ist jetzt nicht die, noch nicht die beste. Also ich habe bei mir hier ein A, das sind 423 Meter. Warte, was musst du bespecken? Also ich habe den Story-Modus, der geht da oben lang. Es sind noch 2 Kilometer bei mir. Story-Modus? Der Leutnant. Na gut. Weil es sonst gleich wieder heißt, der Kell ist im Kommen. Hopp. Weil das ist immer noch der gleiche Auftrag, den wir angenommen hatten. Ich glaube, das war vorhin wegen dem Truck. Ich weiß nicht. Au! Was war das? Nun. Da hätten wir Informationen kriegen können, ja. Ah, cool, okay. Okay. Ich wusste nicht, dass die sofort auf uns schießen. Ich dachte, wir fahren normal die Landstraßen jetzt lang. Nee. Ah, wir haben es gleich. Vielleicht hier. Gleich sind wir über dem Berg, wortwörtlich. Ich warte mal ein bisschen auf dich. Ich wollte mal die Information holen. Da waren Informationen, dann müssen wir gleich nochmal zu. Das waren Informationen zum irgendwie Kartell oder irgend sowas. Okay. Weil hier müssen wir Informationen sammeln und so weiter, ja. Ah, da bist du ja, okay. Mein Motorrad qualmt nämlich. Ja. Oh nein! Ich sehe, du hast die Kurve auch nicht richtig gekriegt. Nö, nicht wirklich. Und hopp. Weiter geht's. Ja. Aber ich muss echt die Mausempfindlichkeit bei all den Sachen anders einstellen. Ist ja schlimm. Aua. Hast du einen Unfall gebaut? Fast. Okay, hier ist schon das Gebiet. Wir könnten mal eigentlich schon absteigen und zu Fuß gehen. Ja, Moment. Wir können am besten... Ich würde ein paar Meter davor halten, wo wir ein bisschen höher sind und dann mit der Drohne erstmal gucken. Ach, da komme ich mit dem Motorrad nicht hoch. Vielleicht da vorne an der Seite. Moment. Hüpf. So, okay, hier. Dann halten wir hier mal an. Haben wir hier auch irgendwie Nachtsicht? Nee, ne? Mm-mm. Das ist doch höher, okay. Dann schauen wir doch mal rein. Hopp. Kann man nicht noch weiter zoomen mit dem Scharfschützengewehr? Ich sehe auf jeden Fall einen auf der Treppe. Also nicht da sofort hinrennen. Okay, dann nutzen wir mal die Drohne. Ich habe mal Fangglas. Und ist keiner, okay. Aha, man kann einen Simultanschuss machen. Wir haben nur ein Ziel, von daher. Ich fliege schon mal höher. Ah, die Reichweite reicht nicht. Kann man die Lichter ausschalten? Ah ja! Achso, das ist Sichtenmodus, nicht Nachtsicht. Okay. Wie mache ich den wieder weg? Das Licht kann man ausschalten. Okay.
Ja, mach am besten jetzt nicht zu viel Irritierung da. Kann ja sein, dass der Kerl da vorne an der Treppe was bemerkt. Wobei, es ist eine Ubisoft-KI. Wahrscheinlich tust du es nicht. Wahrscheinlich kannst du direkt das Licht neben ihm ausschalten und ihm ist das egal. Ja, ich glaube, das müsste dann vom Schwierigkeitsgrad her anpassen. Ja, das kann sein. So, ich flieg nochmal mit der Drohne von hier aus. Warte kurz. Ich mach auch mal. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Und die da hinten sehe ich nicht mehr. Ich muss mal hier Nachtsicht machen. Ich weiß nicht, wie das geht. Achso. Wie geht das? Sichtmodus N. Ja, das drücke ich, klappt aber nicht. Geht bei mir auch nicht, nein. Okay, N. Okay. Fehls Rad, okay. So, ich schaue noch mal ganz schnell, ob den vorne an der Treppe jemand sehen könnte. Bevor du da angreifst, Moment. Nee, den kannst du ausschalten. Sollte kein Problem darstellen. Okay, da tanzt einer rum. Okay, das ist alles gut. Hier können wir dann oben Simultan-Shows machen. Ja, Moment. Ich wäre für die beiden. So, wie macht man das? Na, muss das mal zu mir kommen. Einer, ich gehe nach links, du den ausschalten und du nimmst den rechten. Okay. Ja, aber wie? Wie macht man das mit dem Simultanschuss? Ja, du legst an und wenn du fertig bist, sagst du Bescheid. Ja, dafür muss ich nicht sagen, muss ich doch keinen Simultanschuss. Ja, dann 3, 2, 1, bumm. Okay. Ach, mit Q, okay. Du musst einfach Q drücken. Und... Angriff. Tango neutralisiert. Hat irgendwie nicht geklappt. Also irgendwie hat das mit dem Simultanschuss nicht so geklappt. Ja, du brauchst eine KI. Du bist ja da. Ich dachte, der macht das automatisch dann. Ne, das wäre ja langweilig. Ja, aber das kann ich zu. Das traue ich Ubisoft zu. Ich dachte, wenn sie einem groß das erklären, dann machen sie. Moment, hast du den Treibstoff mitgenommen? Hier war irgendwas? Ja, da war Treibstoff. Wo? Sind wir gerade dran vorbeigerannt. Ich habe hier irgendwas Grünes. Ich weiß nicht, was das ist. So. Ja, das wird der Treibstoff sein. Nee, bei mir liegt da kein. Okay. Ich guck gerade, was ich dafür holen hier könnte. Ist ein Medikit. Extra Simultanschuss. Ja. Genau das, was ich brauche. Wir lassen die Rebellen wissen, wo könnten Streuung beim Schießen nehmen oder Batterie. Dann nehme ich Batterie. Okay. Ich glaube, mit der Drohne spiele ich sowieso lieber. So, Moment. Also vorne im Wachturm. Sieht den jemand? Sieht den jemand? Also da jetzt kommt hier, da ist gleich da. Warte mal, ich versuche den mal irgendwie lautlos. Ja, den kann ich erwischen, aber den... Nee, ich will den mal lautlos ausschalten. Also ohne Waffe. Okay, er kommt. Wie das funktioniert. Nahkampf ist da. Und er sieht's. Tango getroffen. Wieso hat denn der das... Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich war eigentlich ziemlich weit weg. Aber irgendwie hat er was gesehen. Ich gehe mal da oben hoch. Das ist ein Treffer. Okay. Ich sichere mal das Gebäude. Okay, keiner drin. Ich gehe ins obere Stockwerk. Okay, das ist das Dach. Hier ist Nori, guck mal. Wo bist du denn nach hier oben? Ja, ich hab gerade oben gedeckt. Wollte gerade oben decken. Stunde mal vorher. Okay.
Dann fahr heute mal. Du Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Oh. Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Der ist auf der Radol gefahren. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Leute wie euch. Okay. Ach, hier geht's runter. Okay. So, okay. Ah, hier unten sind noch ein paar. Cool, gehen wir mal hin. Ich geh mal mit der Drohne drüber. Ah, hier, einer, zwei. Cool, hier gibt's eine Aufnahme. Okay, die beiden. Sind nur die zwei, oder? Ich glaube ja. Wollen wir die simultan ausschalten? Ich fliege gerade mit der Drohne drüber. Okay. Wie kann man jetzt hier die Drohne wieder decken? Achso, stimmt so. Ja, können wir machen. Okay. Aber ich gehe dafür runter. Wen willst du, die 1 oder die 2? Ich nehme die 1. Okay. Fertig? 3, 2, 1, Feuer. Nicht ganz so simultan. Es gibt Ärger, runter! Wer schießt denn da? Ach da. Okay. Hab, ne? Ich sehe ihn nicht. Er ist tot. Okay. Was ist hier los? Ach da. Na, anscheinend hat er noch ein paar Freunde gehabt. Das ist ein Treffer. Jetzt. Sauber, alle in Ordnung? Jetzt darfst du kommen. Okay. Jo. So, okay, jetzt haben wir es hier. Hier drin ist was. Ah, cool. Hier ist ein Nachschub zum Markieren. Willst du das machen? Ah, sehr gut. Ja, Moment. Das geht bei uns beiden, glaube ich. Moment, hier, ich mach mal. Ja. So, danach müsstest du das eigentlich auch können. Ah ja, cool, okay. So, das Einzige, was ich aber jetzt brauche, sind Fertigkeitenpunkte. Da weiß ich nicht, wo ich die hier genau herbekommen soll. Da haben wir wieder was. Ah, hier, das, genau, das brauchen wir. Sehr cool. Nahrungspakete, genau, das brauchen wir. So, mal. Spiel trotzdem weiter, okay. Oh, 7 Fertigkeiten verfügbar. Eine, zwei. Was? Alter. Nee, da steht dann, wenn du draufklickst, bei Waffe eine Fertigkeit, bei Drohne eine Fertigkeit. Also eine, die du machen kannst. Ach so, ich dachte schon, du hast jetzt schon 7 Fertigkeitspunkte. Nein, die ich vergeben kann. Das wär's jetzt. Trupp. Wiederbelebungstempo. Körper. Kein Schmerz. Objekte. Fallschirm. Fernglas. Mine. Drohne. Waffe. Streuung bei freien Schüssen, stabiles Ziel. Hm? Körper. Hm. Schicken wir uns jetzt schon wieder auf die Farm? Ich glaube ja. Okay, Wiederbelebungstempo. Was muss der für ich weiß nicht warum, aber sie schicken mich gerade wieder auf die Farm. Er hat den Typen nicht nur rumgekarrt. Als Story-Mission. Und stellte sicher, dass die Kokainlieferungen die Straße erreichen. Kann das sein, dass jetzt gerade die Mission fertig ist und deswegen für mich die jetzt erst fertig ist, erst bereit steht? Mir ist doch egal. Ist doch cool. So, wo müssen wir denn hin? Ach, hier gibt's noch Informationen. Genau.
Was ist das hier? Speicherpunkt oder was? Keine Ahnung. Dokument. Dokument. Ah, Dokument erhalten, okay. Jetzt reden leider alle durcheinander, das ist das Problem. Ich habe zwei Audiospuren, die gerade labern. Da gehst du plus unser Gespräch. Gehst du ins Menü und da kannst du es ausschalten. Okay, jetzt ist eh vorbei. Ich habe zwar nichts verstanden, weil alle durcheinander gesprochen haben, aber egal. So, was haben wir hier? Munition. Oh, hier ist was ganz in der Nähe, was Cooles. Ein Rebellenunterschlupf, okay. Der nun von Gegner kontrolliert wird. Okay. Das könnte doch ganz interessant werden. Na dann, wo ist das jetzt? Warte mal, wie kann ich denn dir das sagen, dass du das mitmachen könntest? Signal entfernen. Wo ist denn der? Unseren Standort und dann rechts rüber. Oh ja, okay. Also das heißt, glaube ich, Velia Granaya oder irgend sowas. So, Moment. Ich habe mir jetzt mal den Weg dafür genommen. Der geht hier über die halbe Karte. Ich glaube, da müssen wir abkürzen. Aber ich habe eine Idee wie. Okay. So, dann mal wieder weiter, ne? Oh, wie cool. Ist das dein Qualmnis? Oh, da kommt gerade ein feindliches Auto entgegen. Oh. Gut, wir wollen sie ja nicht blicken lassen, ne? Ich nehme an, die fahren hier gleich durch. Ich würde sagen, wir können hier einfach mal links entlang fahren. Moment. Dann können wir das einfach umfahren. Okay. Und los geht's. Wo bist denn du auch, du bist schon hier unten? Ich mach Querfeld ein. Ich auch quasi. Hoppala. Nee, ich mach wirklich Querfeld ein. Nee, das geht sogar. Ich auch. Guck mal, wie weit ich schon weg bin. Ich brauch bloß noch 600 Meter. Das war glaube ich. Das war gleich weit. Ja, obwohl es geht eigentlich schon. So, wo ist denn das noch? Also ich bin fast da. Jetzt bin ich doch nicht richtig abgebogen. Na gut. Ich brauche bloß noch 300 Meter. Ja, ich fahre jetzt auch einfach nur noch rüber. Aber das Navi ist auch ziemlich dämlich, was das angeht. Ja, nee, warum? Dann nimmt er nur die Straßen. Ja, eben, das ist halt total dämlich mit dem Navi. Warum? Weil das Navi führt mich jetzt eigentlich runter von dem Vorposten, wo wir gestartet haben, runter an Itakua Alpha, bis dahin, wo der rote Pfeil ist, mit der Story-Mission. Ja, die Straße lang. Navi mit der Farm, nur auf der Straße. Oben lang. Ja, aber wir haben doch hier drumherum, siehst du doch noch Straßen eingezeichnet. Ja, aber in Navi nimmt man einfach nur die Hauptstraßen. Die Nebenstraßen wären groß, also sagen wir mal, nicht so eingezeichnet. Und wenn das halt ein Land ist, wo das nicht so, naja, machbar ist. Versuch's gerade nur die Ubisoft-Logik wieder gut zu reden. Ja, Navi ist halt so. Ja, aber wenn man da schon Straßen drin hat, dann nutzt man auch alle Straßen. Sonst ist das Navi wirkungslos. So, ich sehe dich. Ich sehe ebenfalls noch einen Heli. Die Drohne ist oben. Ja. Okay, 5 Mann, zähle ich. 6, 7. Ja, Moment. Nee, ich bin gerade mit der Drohne drüber, ich sag das bloß. Ja, ja. Ich weiß, ich habe noch einen gefunden. Okay, 7 Mann.
Yep. Was ist da? Oho! Links da oben, das sieht ganz lecker aus. So, wie komme ich hier aus dem Drohnenmodus wieder raus? Y wieder drücken. Wie als ah, okay. Starten. Das ist gut. Ich werde mir mal etwas weiter oben einen Platz suchen. Die du. Wollen wir doch mal sehen. Wieder kommt gerade einer. Kannst du den vorderen dann ausschalten, das genau hinter der Kreuz? Moment, ich platziere mich noch. Ich glaube, von hier habe ich... Ja, von hier habe ich gute Sicht. So, dann wollen wir mal. Wen genau willst du ausschalten? Kannst du den mal kurz markieren? Dahinter da... Warte mal, dann müssen wir die Drohne wieder nehmen. Warte mal, ich markiere den mal. Ja, du kannst einfach mit Q für Simultanschuss oder sowas machen. Dann sehe ich das ja. Nummer 2. Ah, der, okay. Ja, den kann ich übernehmen. Moment. Okay, kann losgehen. Okay, hab Gegner getroffen. Okay. Erwischt. Ja. So, die anderen stehen sehr nah beieinander. Aber der da oben läuft doch noch. Die Nummer 2. Ja, den du markiert hast, den habe ich erwischt. Die Nummer 2, der läuft auf mich zu. Oh. Ich habe den anderen erwischt. Okay. Nee, ich sehe ihn nicht. Wenn er hier vorne an der Biegung wieder vorbeikommt, könnte ich ihn erwischen, aber... Spät. Der ist aus meinem Sichtfeld raus. Du bist 118 Meter entfernt. Wo bist denn du? Ja, ich bin hier mit dem Scharfschützengewehr. Ich habe den anderen erwischt, wie gesagt. Okay, die einen da oben. Da geht gerade einer wieder weg. Den könnte ich erwischen. Ich warte mal, bis er stehen bleibt. Okay. So, 5 übrig. Stehen alle zusammen. Hm. Wir könnten natürlich eine Granate reinwerfen. Nee, da ist ein Hauptmann, den würde ich gern verhören. Ach so, wer ist denn der Hauptmann? Der hat 2 Striche oben drüber. Ah, okay. Okay, nochmal einen erwischt. Nur noch 4. Also den Hauptmann nicht töten? Ungünstig. Okay. So, ich warte, bis sich wieder einer entfernt. Der da vorne, könnte ich mal gehen. Kannst du den vielleicht mal anpfeifen oder so? Ja, ich weiß nicht, wo ich das... Ach so. Wie das mit dem Pfeifen geht, ist wichtig. Ich gehe mal von hinten ran, warte mal. Ja, kannst dich ja schon mal in die Stellung bringen. Ja, ist noch hier, ohne Vorspiel. Ja, ja. Dafür habe ich doch keine Zeit. Aber eine Spritze in meine Brust, Kram, ja, ja, ja. So. Guck, ach komm, bewegt euch, Leute. Nein, ich sehe dich nicht. Moment. Wo ich stehe? Ich sehe, ich habe gerade dein Marker, sehe ich, genau. Aber ich sehe dich nicht genau. Da kommt einer jetzt in deine Richtung. Mal gucken, wie weit er sich wegbewegt. Er wäre mir jetzt zu nah, um ihn auszuschalten. Okay, er dreht ab, geht rechts entlang, wäre aber noch im Sichtfeld. Warte, den nehme ich. Okay. Dann halte ich die anderen im Auge. Wenn die sich umdreht, schieße ich. Okay, sie kommen. Die haben mich, glaube ich, gesehen. Die haben ja, ich habe sie jetzt in meine Richtung geschossen. Jetzt könntest du die von hinten erwischen. Die sind ungedeckt hinten. Nee, die gucken auf mich zu. Wo bist denn du? Die haben doch gerade noch auf mich geschossen und sich da umgedreht. Was? Kommst du runter? Okay. Hast du den letzten? Nee, das ist der General. Ja, yeah, deswegen.
weiß nicht, wie wir den festnehmen sollen. Ja, jetzt kommt eine Einführung, danke. Okay, werden Sie zielen, bla bla. Okay, ist leiser, richtet aber auch weniger Schaden an. Okay. Da guckt nur in meine Richtung. Wenn du dich anschleichst, ja, könntest du ne kriegen. Okay, ich versuch's. Ah, jetzt geht er in die andere Richtung. Moment, ich komme von der anderen Seite. Ich sehe ihn. Wie mache ich das? Keine Ahnung. Ja, super. Im Notfall erschieße ich ihn. Sicher ein wichtiges Ziel. Sehr schön. Und jetzt B musst du, glaube ich, drücken. Zum Verhören. Nee, ich kann ihn nur niederschlagen. Dann schlagen wir ihn einfach. Hier, bitte. Na, das müssen wir nochmal üben hier. Ich kann ihn nicht verhören. Nein, ich meine allgemein müssen wir nochmal üben. Ach so, ja. Läuft. Okay. So, was haben wir denn hier? Vorräte. Ah, knipsen, knipsen. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Juri und Polito Punkte. Ist. Wer weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken, aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Guck mal da rechts auf der Seite. Da am Tisch, genau. Siehst du da noch was? Okay, gut. So, warte mal. Das heißt, jeder von uns kann die kriegen. Hier hätten wir mal Story-Einsatz. Moment, ich möchte erstmal mich entsprechend skillen. Ich glaube, ich möchte stabiles Zielen haben. So. Vielleicht nochmal mit der Drohne irgendwas? Nee, geht nicht. Fallschirm? Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Was geht denn da noch? Da stehen drei Fertigkeiten. Ausdauer, kein Schmerz und Waffe. Okay. So, kannst du dann die Mission annehmen, die ich auch habe? Wie man... Ach, Beitritt. Okay. Alles klar, schon ein paar Pärchen. Haben wir hier auch alles rausgenommen? Also ich habe keine Anzeige mehr. Okay. Vielleicht liegt ja hier noch irgendwie was. Also du müsstest ja auch... Sachen, die wir freischalten können oder ähnliches. Also du müsstest dann auf der Minikarte unten rechts sehen, wenn ein Preis freigeschalten werden sollte. Ja, aber vielleicht sind wir nur noch nicht nah genug an den Sachen dran gewesen. Wir sind ja noch nicht hier ganz durchgelaufen. Hier könnte ja irgendwo eine Kiste stehen. Leute. Bevor wir hier gleich wegfahren... Ah, okay, ich dachte, wir nehmen den Heli. Okay, Moment, ich nehme den Heli und stürze über dir ab. Moment. Ich nehme zumindest an, dass es so enden wird. Okay. Los geht's. Mich wundert eher, dass die auf uns schießen. Uff. Wir sind ja eigentlich so noch nicht bekannt als die bösen Buben. Oh, da wird das ging ja schnell. Moment. Ich werde den mal hier vorne parken. Wobei, ich habe eine gute Idee. Hm? Komm mal her. Komm mal hier vorne ins Gebüsch. Ich komme hier runter. Und dann setzt du dich einfach mit deinem Scharfschützengewehr hier oben hin und wir fliegen mit dem Hubschrauber oben drüber. Dann können wir sie einfach von da aus ausschalten. Nee. Ist doch. Nee, ruhig machen. Manchmal klappen die richtig vernünftigen Sachen nicht. Na gut. Töten Sie Unidad-Soldaten, steigt die Unidad-Quadrillenstufe, wenn dies nicht unentdeckt bleibt. Sind eine gefährliche Feindfraktion, die sie angreift, sobald sie sie sieht. Je höher die Patrouillenstufe, desto mehr. Okay. Okay. Na gut, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Tschüss.